Wir betreten gerade den Friedhof Melaten. Das Portal zeigt die Inschrift Funeribus Agrippinensium, Sacer Locus, für die Gräber der Agrippinenser. Mein Name ist Günther Leitner. Ich werde Sie ein Stück über den Friedhof Melaten begleiten, der am 29. Juni 1810 eröffnet wurde. Der Friedhof hat über 40 Hektar und es liegen 40.000 Kölnerinnen und Kölner hier begraben. Den Weg, den ich gerade beschreite, nennen wir den alten Hauptweg. Ganz prominente Familiengrabstätten sind hier angelegt, meistens Grüfte. Das bedeutet unterirdisch, kellergewölbeartig angelegte Grabbauten. Eine fasst über 50 Personen, nämlich die Grabstätte Boisseret. Der Friedhof Melaten verrät über 200-jährige Geisteskultur, aber auch Lebensgeschichte unserer Stadt. Und zu Köln gehört natürlich der Fastelovend, der Karneval. Direkt an der Aachener Straße, also gewissermaßen ganz nah am Bahndamm der Linie 7, liegt die Grabstätte des Liedermachers Willy Ostermann. Im gleichen Jahr wie Konrad Adenauer geboren, 1876, hat er früh angefangen, Liedtexte zu schreiben. Jonum Düxer Schützefest, da müssen wir jon. Oder er schrieb dann dieses berühmte Lied, dem Spitzing Frau ist durchgebrannt, tralalalalala. Wer hat von der Tante gedacht, denken's an. Und er kam mit der Schmitzebilla, die in Poppelsdorf in Villahed genauso groß raus, wie mit dem Lied, och, wat war dat früher schön doch in Kolonia. Sehr krebserkrankt lag er dann 1936 in der Lindenburg und wurde vom damaligen Festkomiteepräsident Thomas Lissem gebeten, ein Abschiedslied auf Köln zu schreiben. Ostermann hat es geschrieben. Wenn ich so an mein Heimat denke und sind der Dom so für mir ston, möchte ich direkt auf Heimann schwenke, ich möchte zu Fuß nach Köln. Man trug ihn hier an dieses Grab. Thomas Lissem hielt die Abschiedsrede, er wurde beigesetzt und bis heute ist es eine Kultstätte, nicht nur für Karnevalisten, sondern vor allen Dingen für überzeugte Kölner. Heimann schwenke, ich möchte zu Fuß nach Köln. Der Friedhof Melaten führt seinen Namen von einem ehemaligen Areal der Lepra-Erkrankten. Man nannte sie die Maladen, also die, die ein Übles hatten, ein Böses hatten. Und das ist dann durch AE-Applaut im Laufe der Jahrhunderte abgeändert worden, sodass man nicht mehr von Maladen sprach, sondern von Melaten. Die Kirche St. Dionysius und Maria Magdalena, die hinter mir liegt, wurde 1246, also zwei Jahre vor Baubeginn des Kölner Domes, begründet. Mit dem in den Griff bekommen der Leprakrankheit wurde das Areal aufgegeben und etwas später wurde hier an dieser Stelle hingerichtet. Die ersten Protestanten von Köln, Adolf Klarenbach, Peter von Fließsteden oder die Hexe von Köln, alles Menschen, die im Grunde genommen unschuldig zum Tode verurteilt waren, sie wurden hier hingerichtet. Auch das Thema Sendeanstalten in Köln ist ein wichtiges für unseren Friedhof Melaten. So befinden wir uns im Moment am Grab von Klaus Hinrich Kastorf, einem ganz wichtigen Moderator des Nachrichtenmagazins Monitor. Sehr kritischer Journalist, der ganz beherzt nachfragte und gleichzeitig eine berühmte Talkshow, nämlich Ich stelle mich, konzipierte. Er, der ein in privaten Bereichen ganz bescheidener und sehr umgänglicher Mann war, liegt hier, nachdem er ganz plötzlich gestorben war, auf dem Melatenfriedhof begraben. Er hat immer gekämpft wie ein Löwe und deshalb ziert ein Löwe auch seinen Grabstein. Mit 90 Jahren starb Willy Milovic. Er ist gestorben, aber er ist nicht wirklich tot. In Köln sagt man, tut ist man ich dann, wenn keine mi über eine schwart. Und über Willy Milovic werden viele Menschen noch weiter reden. Unsterblich geworden ist er mit dem Stück Der Etappenhaas oder mit Schneider Wibbel. Und er hat den Menschen in der Nachkriegszeit einfach wieder ein Stück geholfen, Freude an ihrem Leben und an ihrer Zukunft zu bekommen. Mit einem kölschen Staatsbegräbnis, erst Exequien im Kölner Dom, anschließend Begräbnis durch den damaligen Weihbischof Hofmann, heute Bischof von Würzburg, wurde er dann hier zur letzten Ruhe gebettet. So sitzt er auf seiner Bank am Hennesschen-Theater und hier können wir uns an seinem Grab ausruhen und seiner erinnern.